sind Sie Moritz Vorhölzner? Sie können hier nicht schlafen. Jetzt gehen Sie mal nach Hause und waschen sich. Und morgen kommen Sie wieder, okay? Kann ich irgendwas für ihn tun? Wird er wieder? Junger Freund, sowas weiß man nie. Lesen Sie ihm was vor. Etwas, das er kennt. Etwas von früher. Wenn Sie hierher kommen, waren Sie auf dem Klo? Sie haben saubere Hände und Sie sind gewaschen. Zweite Hand. Weil wenn Sie sich nicht bessern, werden Sie Ihre Seele noch in den Teufel verlieren. Das will aber niemand. Hand. Ich habe mit Hannes Vater gesprochen. Moritz, Sie waren unehrlich. Womit denn? Damit, wie schlimm es wirklich um Hannes steht. Ich war nicht unehrlich. Er grinst nämlich und ich habe das gesehen. Na, komm. So. Und jetzt Abflugmeister. Die redlich wartet. Moritz, ich fahre nicht ohne dich. Und ich nicht ohne dich. Dann lass uns jetzt diese Reise machen und endlich unseren Traum erfüllen. Egal, was kommt. Es tut mir leid, Hannes. Es tut mir so schrecklich leid. Jetzt gehen Sie mal nach Hause. Und morgen kommen Sie wieder, okay? Du hast ein schweres Schädelhirntrauma, Hannes. Hallo, mein Schatz. Ich küsse dich. Daher das Koma. Die Stelle gehört doch dem Hannes. Nur so lange, bis er wieder da ist. Ich übernehme deinen Job, Hannes. So lange, bis du wieder aufwachst. Sonst verlierst du ihn. Und ich werde dein Tagebuch weiterschreiben, damit du keinen Tag verpasst. Moritz, Sie waren unehrlich. Damit, wie schlimm es wirklich um Hannes steht. Hannes, drück meine Hand. Er ist noch nicht so weit. Sie wollen also bestimmen, wann er seinen letzten Tag hat. Hannes, drück meine Hand. Glauben Sie wirklich, dass der Hannes wieder arbeiten kann? Sie glauben an Ihren Superstar und ich glaube an den Hannes.